Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Avorion. Die Nummer, die weiß ich gerade nicht. Und naja, ist jetzt nicht so wild. Wir haben letztes Mal noch Antigrav-Einheiten gekauft, das weiß ich. Und wir sind durch das Tor, glaube ich, noch durchgeflogen, oder? Auf jeden Fall, das, was ich mit der Antigrav-Einheit war, natürlich, wo ich nachher darüber nachgedacht habe, meine Güte, die haben ja gar nicht genug gehabt. Das war wahrscheinlich ein teurer Einkaufspreis, den wir da gemacht haben. Da müssen wir erstmal gucken. Was sagt denn hier unser Handelssystem eigentlich? Das sind Routen, Handelsrouten für Stahlröhren, für Leiter, für Altmetall. Sind innerhalb des Sektors, wo sich's lohnen würde. Okay, und dann haben wir hier, das ist von Station kaufen. Nein, wir wollen verkaufen. Dann gucken wir mal nach Antigrav-Einheiten und das ist alphabetisch sortiert. Das heißt, hier kriegst du es auch nicht los. Das ist klar. So, jetzt müsste man gucken, ob sich das hier lohnt. Dies zu kaufen und zu verkaufen. Oh, hier, das ist nur 500 dazwischen, ne? Das war Stahlröhren, okay. Dann müssen wir die mal nehmen. Das ist der Handelsposten. Ist die Frage nur, warte, können wir das von hier aus sehen, wie viel wir da kaufen können? Ich glaube ja, ne? Das waren die Stahlröhren, die sind hier. Eine Einheit von 3 kann ich maximal 8 einladen. Ja. 8 mal 500 ist nicht so ganz so viel, ne? 8 mal 5 ist 4000. Das ist jetzt nicht so wirklich der Bringer, diese Route zu machen dann. Ja. Lohnt sich in dem Sektor also nicht, was zu machen, denke ich mal. Dann müssen wir mal, wo sind wir denn hergekommen mit der Antigrav-Einheit? Sind wir da schon gewesen? Ach ja, wir sind dann nochmal dahin geflogen und durch, weil da nichts los war. Genau so war das. Das heißt, wir brauchen jetzt ein Tor, um in den nächsten Sektor zu kommen. Das zweite Tor liegt da. Das ist jetzt aber nicht das Tor, wo wir rauskommen, oder? Ja, doch? Nee. Da oben ist nur eins, aber das ist rot. Das geht in einen Bezirk rein, wo ich dann noch nicht rein möchte. Also, das sind wir hergekommen und da wollen wir hin dann. Fliegen wir dahin. Da müsste man jetzt gucken, ne, wie so, wie das hier so jetzt gerade ist mit dem Dingens. Mit den. Oh. Die Station habe ich nicht gesehen. Ich habe mich auf Asteroiden konzentriert, so ein Shit. Das war ja jetzt nicht so toll, ne? Kann man das reparieren? Ich will's hoffen. Da sind wir ganz schön vorgeknallt. Okay, 15 Sekunden. Schon rum? Ne, 5 Sekunden noch. Fliege ich in der Zeit weiter. Ja. Asteroiden gesucht, Station übersehen, die wahrscheinlich etwas größer ist, aber naja. So, jetzt nochmal schnell gucken. Die 5 Sekunden sollten jetzt auf jeden Fall rum sein. Und jetzt sind wir auch wieder heile. Das gefällt mir dann auch besser. Handelssystem angeguckt. 117, 169, das sind 50.000 Bergbauroboter. Das macht doch mehr Sinn dann, ne? Ja. F. Güter handeln. Bergbauroboter. Können wir 8 auch packen. 8 mal 5, das sind 400.000. Das ist doch, ja, das kriegen wir dann auch nur. Ja, da fliegen wir doch mal hin und holen die Bergbauroboter, oder? Also das ist der Handelsposten, wo wir hin müssen. Jetzt nur nicht da drumrum fliegen, ne? Also dagegen fliegen, nicht drumrum. Schon da drumrum fliegen, ne? Ja, schwere Sprache heute. Gut. Dann sind wir gleich da. Irgendwo gibt es hier einen Dock.
Jetzt müssen wir nur gerade gucken, bevor wir da andocken, wo es hin muss, ne? Kohlemine M. Kohlemine M, alles klar. Kohlemine M. Bergbauroboter. Kann man auch die 8 kaufen? Ne, nur 3 wahrscheinlich. Ich kann mir nur 3 leisten. Okay. Kaufen wir, weil das sind trotzdem 150.000. Jetzt gucken wir noch gerade hier hin, dass wir die Kohlemine M da auswählen. Das geht ja. Und die ist dort. Okay, reichlich weit weg. Aber ist halt so. Und da kriegen wir aber dann 150.000 raus, oder? Das lohnte sich ja dann wenigstens, wenn, ne? Ich hoffe nicht, dass jetzt gerade da einer anlegt und Bergbauroboter verkauft, weil dann ist der Preis hin. Ja, läuft, ne? Mal gucken, wo wir da andocken können. Ich glaube, da oben müssen wir hin, ne? Ja, da sind Dockingports. So, noch ein bisschen. So, und F gedrückt. Güter handeln und verkaufen. An Station verkaufen. 3. Und läuft. Und das waren irgendwie 150.000, die wir jetzt gemacht haben, oder? So, jetzt müssen wir gerade nochmal gucken. Beim nächsten Mal kriegen wir mehr. Das funktioniert ja auch, ne, oder? Ja. Das heißt, wieder das fixieren und dann dahin. Ist jetzt ein bisschen... Wo ist denn die jetzt? Da ist er. Hin und her Fliegerei, aber so machst du das Geld am besten. Gerade mit so großen Waren, ne? Und 50.000 pro Einheit ist ja dann auch mal eine Summe, die Geld bringt. Müsste man einen besseren Antrieb haben, ne? Dass man schneller hin und her kommt, obwohl wir haben ja den Kurzschließer schon da dran, ne? Das ist das nächste. Und unsere Energie geht natürlich auch flöten da unten. Da müssen wir auf jeden Fall mal gerade aufrüsten, oder? Jetzt geht er nämlich nicht mehr. Okay, wir sind fast da, ne? Geht gerade so. Und die letzten paar Meter ist schon... schwierig. Wo ist hier ein Dockingport? Da vorne. Geht. So, wieder einkaufen, Güter handeln. Bergbauroboter, diesmal können wir 8 kaufen, oder wie sehe ich den? Nein, die 8 werden immer angezeigt, aber jetzt sind schon 2 mehr, das heißt, ist schon wieder eine Ecke mehr. So, war das die? Wäre schön gewesen, wenn es die Station ist, die ist es aber nicht. Die da oben ist es. Lass uns gerade gucken. Können jetzt auch am Dingens gucken, ne? Bergbauroboter, ja. Also da wieder hin. Ja, die ist neben diesen Dingens, sag schon, Waffenproduzenten. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir dann gleich einmal, wenn wir das verkauft haben, bauen wir die Dingens auf, sag schon. Bauen wir, ja.
die Energie auf, dass wir da auf jeden Fall bis zum Ende feuern können. Ist nämlich jetzt wieder leer. Piraten greifen den Sektor an. Das ist dann natürlich das Schlechte. Und da sieht man, dass da gerade einer an Land ist. Ah, da müssen wir gucken, dass wir unsere Ware noch für einen passenden Preis verkaufen, ne? Die Idee, dahin zu fliegen, hat auch andere. Ich hoffe, wir kriegen da unser Geld noch. Ja, ist noch gut. 5. Verkaufen. 882.000. Gut. So, jetzt ist nur die Frage. Kurz bauen. Macht Sinn, ne? Und wir brauchen da eine Energiegeschichte. Den? Ne, mach mal runter. Gehen wir. Ach, da nicht hin. Da so. Machen wir das. Titangerüst. Ganz klein dahin. Genau. Das Gerüst haben wir. Und dann ist hier der Generator. Und da ist der Container. Jetzt ist die Frage. Warte mal, den. Ne, den kopieren wäre, glaube ich, doof. Kopieren wir den. Das ist schon mal noch ein Generator dann. Das funktioniert ja auch. Dann haben wir ein bisschen mehr da. Und, ach ne, da müssen wir erst. Machen wir das, ne? Den dahin und dann holen wir uns den Energiecontainer. Den machen wir dann aber größer. Machen wir mal nochmal den, oder? Vielleicht geht der da drunter. Na, jetzt mal ein Generator wieder da dran. Ne? Ne, da möchte ich jetzt, aber warte mal. Können das ja so machen und den dann nach unten vergrößern. Zack. Ja, weg. Sagen wir nochmal. Okay, das war erstmal das Richtige, was wir getan haben. Jetzt müssen wir wieder zum Handelsposten fliegen, der da oben wahrscheinlich ist. Kurz reingucken. Bergbauroboter kosten noch 117. Wir haben wieder 6 Stück da. Ja, und dann sind die auch weg. Also letzte Tour ist das, wenn. Ich glaube nicht, dass da einer gerade anliefert, ne? So, jetzt sehen wir ja, ob wir mit unserem Generator und Energiedingens da näher rankommen. Das, was wir gerade aufgerüstet haben. Hier geht genauso leer, ne? Das war Tropfen auf dem heißen Stein, oder wie sehe ich das? Obwohl, ne, das hat vielleicht gerade das Stück gebracht, ne? Da ist ein Händler angekommen, der da was liefert. So, F. Güter kaufen. Bergbauroboter. Maximal können wir 8 kaufen, aber es sind nur 6 da, deswegen interessant, oder? So, die kaufen wir auch noch. Und jetzt kommt erst unser Dingens hoch. Das ist natürlich ganz schlecht, dass es jetzt so lange dauert.
Bis er die Energiezellen auflädt, ne? Sag mal, was sagt der Handelsposten jetzt hier? Ah, die Drohte ist weg, weil, ne? Nicht mehr vorhanden. So, da ist die Kohlemine auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Ich lasse aber erst den Balken da unten laden. Bevor wir dahin fliegen, ne? Und dann machen wir Feuer. Ja, machen wir jetzt. Zack. Wir sind ja schon ein Stück weiter vorne. Klappt vielleicht, ne? Vielleicht auch nicht. Interessanterweise geht der Balken diesmal langsamer runter, ne? Kann das sein? Oder täuscht das nur? Da ist wieder ein Schiff, was da was macht. Okay. Ich hoffe, die verkaufen nicht gerade was da an Bergbaurobotern. So, Güter handeln. Und wenn ich gerade hier sehe, das ist ein guter Preis, sehe ich gerade, ne? Da können wir auf jeden Fall die 6 verkaufen. Jetzt haben wir 1,2 Millionen und die andere Graf haben wir für 23,6 gekauft. Das bedeutet, das geht auch. So, 2,5 Millionen, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an, ne? Und da sollten wir definitiv dann überlegen, die Antigraf-Einheiten aus dem anderen Sektor zu kaufen. Das macht Sinn, oder? Karte? Wir sind von hier gekommen, ne? Aber die haben wir da gekauft. Naja. Wir müssten jetzt diese Roboter finden, ne? Wo es die gibt. Gute Frage, ne? Jo. Ich denke mal, wir werden das so machen, dass wir hier erstmal diesen Weg und den Weg auskundschaften, was dahinter so ist. Und dann schauen wir mal weiter, oder? Für die Folge jetzt soll es aber erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.